Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, also das war jetzt ein Billy Idol Konzert. Einfach so eingebracht. Wir haben eine Spinne mitgebracht, voll süß. Sie ist verschwunden. Entweder sie wurde durch den Lärm und die vielen Menschen vertrieben. Oder die Menschen haben sie gegrillt und gegessen. Wahrscheinlich eher Letzteres. War sehr random. Habe ich nicht erwartet. Aber gut, dann ist die Mission quasi auch erledigt. Ja, netter Festivalplatz hier. Ich brauche erstmal nichts zu bereiten. Auf einmal sind noch alle gegangen. Ja, auf jeden Fall. Schade, dass es vorbei ist. Schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt. Ja, die sind gerade mit im Gespräch. Das eigentlich schon zu Ende ist, aber eigentlich sind sie mittendrin. Wir konnten nicht mal ein Autogramm ergattern. Billy ist klasse, oder? Ich könnte ihm den ganzen Tag zuhören. Punkt. Oh, okay, ja, also, ja. Wir haben Gold. Bergbau braucht 3 Konstitutionen noch. Aber er ist kein Jäger, er kann das mit den Tiertrophäen nicht. Also Konstitution. Passt. Mein Kopf. Warte. Zeig mir etwas. So, ich hätte gern. Ja, das da. Intelligenz, einfache Tränke. Klingt einfach. Hecken braucht nur 3 Gerissenheit. Tiertrophäen 1 können wir machen. Und Waffenschmied. Wir haben noch 5 Lernpunkte, also auch alles entspannt. Gerissenheit. So, 3 und 4 Dinger haben wir noch übrig. Okay. 1, 2, 3. 4. Passt. Komm zurück. Ich wollte noch Pfeile kaufen. Pfeile. Ja. Nehmen wir mal alle. So. Passt. Logbuch. Geschrieben ist es mir egal. Der Raubzug, Sicherung des Landes, harte Verhandlungen. Ja, das Konzert ist auch vorbei. Nice. Ja. Ja, nice. Dann heißt es, wir sollten. Drohne, Sniper-Drohne, Aasfresser, Hornwolf. Ja, wir sollten erstmal echt zu den Gebieten gehen, wo die Leute sind. Schau mal kurz aufs Log. Harte Verhandlungen war, glaube ich, wo die meisten Leute. Nee. Gemeinsamer Weg, wo die meisten sind? Nee, war harte Verhandlungen. Oder Sicherung des Landes. Gefährten, ja. Nee, da war gar nichts. Okay. So. Zu den ganzen Leuten können wir. Und das machen wir auch. Gleich. Also zu den Alps will ich tatsächlich nur nicht. Da gehen wir zum Ende hin. Das heißt, die beiden im Norden fallen schon mal raus aus meinem Muster. Wir waren ja gerade schon eigentlich. Wir waren ja schon im Krater, ne? Zu den Moroks will ich auch noch nicht. Hier könnten die Berserker sein. Fenris. Ja, das war der Typ von den Berserkern, oder nicht? Ich glaube, das war tatsächlich der aus dem ersten Teil von den Berserkern. Wir haben die größte Streitmacht. Glaube ich aktuell. In der Kuppelstadt ist gar nichts los. Stattdessen hier oben. Okay, die haben sich alle umstrukturiert. Ja, halten wir uns mal im Süden auf.
So, der effektivste Weg ist, wenn wir der Straße folgen. Ja. Und die Berserker haben auch wahrscheinlich am ehesten noch einen Jagdmeister. Wobei, die Outlaws vielleicht auch. Da wäre das auch gar nicht so abwegig, dass die so auf die Jagd gehen. Bei den Klerikern stelle ich es mir unwahrscheinlich vor. Aber gut, Jäger kann es ja überall geben, ne? Dass wir relativ früh. Oh Gott! Was bist du denn? Ja, solche Gegner sind auch funny, wenn man die entdeckt. Die sind nach drei nicen Schlägen erledigt. Oder sind hier jetzt die Kleriker? Die sind Windkrafträder. Ha. Als ob sich die Welt wirklich so krass nochmal in den paar Jährchen verändert hat. Anscheinend schon. Berserker? Falscher Eingang, Kumpel. Versuch dein Glück bei Garda am Haupttor. Oh, wo finde ich das? Wo finde ich das? Sobald du nordwestlich von hier stehst, sollte der Eingang nicht schwer zu finden sein. Viel Erfolg. Aber wieso darf ich hier nicht? Ich war wohl nicht dort. Wege. Kann ich den provozieren? Noch einmal. Das ist im Nordwesten. Nordwesten! Wo ist Nordwesten, Mann? Mir platzt gleich der Kragen, du begriffsstutziger Esel! Garda, Haupttor, Nordwesten! Nordwesten! Süden? Südost? Mir platzt. Oh, ab hier wiederholt er sich noch. Schade. Cool. Also Nordwesten wahrscheinlich, ne? Werde ich auch gleich versuchen können. Cool. Kann ich. Warte, wir haben doch so ein cooles Jetpack. Ja. Speichern wir mal kurz. Hallo? Mir. Oh, und wir werden rausgeschmissen. Oh nein. Ja, dann haben wir nochmal neu. Kein Bock rumzulaufen. Gut. Oh, da gibt es irgendwas Streitereien oder Meinungsverschiedenheiten in diesem Haus. Hause. Oh, hier kann man richtig gut lauschen. In der Außenmauer. Wo ist hier überhaupt ein Eingang? Ah, vorne. Nordwesten. Du kommst hier nicht rein. Und warum? Du siehst scheiße aus. Und wer scheiße aussieht, macht nur Ärger in der Kneipe. Was hat ein Typ wie du überhaupt hier zu suchen? Digga, du siehst scheiße aus. Guck dir mal dein Gesicht an. Ich wollte nur was trinken. Ich wollte nur was trinken. Mir egal, was du willst. Ich mag dein Gesicht nicht. Shit, er mag also unser Gesicht bleibst nicht. Du draußen. Kaya? Sag mal, hast du sie noch alle? Hallo. Hab ich das gerade richtig gehört? Lässt du hier jemanden nicht rein, weil dir sein Gesicht nicht gefällt?
Du lässt den Mann gefälligst durch. Ich hab dich eingestellt, um Betrunkene rauszuschmeißen. Nicht um zahlende Kunden fernzuhalten. Nein, zahlen tue ich nicht. Aber... Nicht aber. Verdammte Scheiße. Ach, was juckt mich das? Ja. Oh. Du bist doch sicher gut im Prügeln. Kannst du mir was beibringen? Klar, wenn du ein bisschen Kohle rüberwachsen lässt. Er sagt doch nicht sorry oder so, sondern naja. Bring mir das Kämpfen bei. Was willst du wissen? Ich will alles wissen. Nahkampfwaffen. Ausgeteilter Schaden um 10 Punkte. Das klingt gut. Was hast du denn noch Schönes? Nahkampfspezialist. Anforderung minus 10%. Hinterhältiger Angriff. Schaden mal 2. Handgranaten. Brauche ich nicht. Brauche ich auch noch nicht. Brauche ich auch noch nicht. Er ist kein Fernkampfspezialist. Okay. Er hat schon gute Sachen. Was sind eigentlich die neuen Preise für ein großes Bier? Wie lange arbeitest du jetzt schon für mich? Richtig. Seit mehreren Jahren. Wie kann es sein, dass du die Preise immer noch nicht auswendig kennst? Du kannst den Leuten nicht jedes Mal ein Bier für einen anderen Preis verkaufen. Bier gibt es nur in einer Größe und die kostet immer gleich viel. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Scheiße. Und sei höflich zu den Leuten. Das ist echt nicht zu glauben. Um jeden Scheiß muss ich mich selbst kümmern. Geht es dir auch so? Das tut echt weh, dazu zu hören. Autsch. So, was ist das hier, die Küche? Ja, nett. Der Tresor ist ganz unbewacht. Ah, nee. Wir würden gesehen werden. So, hallo Barkeeper. Guten Tag. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich hätte gerne ein Bier. Ich möchte etwas trinken. Was hätten Sie denn gerne? Das günstigste. Oh, das gibt's nicht zur Auswahl. Okay, schade. Willst du ein paar Waffen von mir kaufen? Ich hab da so ein bisschen was. Ah, wir könnten ein Schild ausrüsten tatsächlich endlich mal. Für den Bogen sind wir noch... Okay, nee, hä? Du bist doch unser... Ja, unser Bogen, den wir ausgerüstet haben. Chips verkaufe ich nicht. Stims. Wir haben eine neue Pflanze. Ja. Ich kann mir nicht irgendwie plötzlich schnell verkaufen, oder? Eine Leertaste. Okay. Und Enter. So. 911. Und das sind noch nicht mit Waffen. So, was wollen wir von den Waffen denn? Bestätigte Berserker-Axt. Ja, eigentlich können wir schon Schilde. Bestätigtes Alpschwert. Können wir alles sowieso noch nicht ausrüsten. Gut, aber wir hätten... Ja gut, damit hätten wir schon mal 1000 Gold. Ja, schwätzen wir erstmal mit den Leuten, bevor wir es lernen. Nimm's mir nicht krumm, aber ich unterhalte mich gerade mit meiner Flasche. Hey, so nenne ich auch meine Frau. Ha! Jokes. Ich weiß wirklich nicht, warum ich überhaupt Mitarbeiter angestellt habe. Man muss sowieso alles selbst machen, wenn man will, dass es richtig gemacht wird. Und jetzt tauchst du auch noch auf, als wäre mein Tag nicht schon beschissen genug. Na, passt dir mein Gesicht nicht, oder was? Was willst du, Jax? Du hast mich also nicht vergessen. Wie könnte ich? Du hast das vor damals ziemlich auf den Kopf gestellt. Dann erzähl mal, wie kann ich dich wieder loswerden? Hab dich lieb, Chloe. Ich will was trinken. Ich will was trinken. Dann geh zu meinem Barkeeper. Dafür ist er da. Chloe war doch damals auch schon bei den Berserkern, oder? Nein, ich bin die Freude selbst. Hör mal, nichts gegen dich. Aber ich hab jetzt echt keinen Bock zu quatschen. Wenn du nichts Wichtiges willst, geh was trinken oder so.
Wir gehen ja schon. Aber versprich mir, dass du dir von Fenris noch einen Kellner zuteilen lässt. Ist ja nicht mit anzusehen, dass du dich immer so stressen musst. Ja, ja, ist ja gut, Kaya. Ich mache es, sobald ich die Zeit dazu habe, okay? Damit kann ich leben. Du kannst mir doch sicher was beibringen. Du kannst mir doch sicher etwas beibringen. Ich dir? Hast du etwa die letzten Jahre genutzt, um dich um den Verstand zu saufen? Ja. Kannst du oder kannst du nicht? Na schön, viel ist das nicht, was ich weiß, aber vielleicht hilft's ja. Du entscheidest, wann wir damit beginnen sollen. Ich möchte von dir lernen. Attributspunkte, sofort, 10 Stück. Nope. Nö. Vielleicht später mal, wenn wir genug Lernpunkte haben, aber... Das wäre so gut. Aber Intelligenz 50. Und nicht bei diesem Lehrer. Händler geben dir Rabatt. Ganz nett. Neue Fähigkeiten zu lernen ist billiger. Hm. An Lernpunkten vielleicht nicht, aber Elixit. Naja. Mit der. Ich kann nicht darüber zu reden. Berserker. Der Garten hier in der Mitte sieht cool aus. Und mit Bambus und einem großen Bonsai? Nee, eigentlich ist es kein Bonsai, aber. Mit einem kleinen Bäumchen, kleinen großen Bäumchen. Mega nice. Ja, gefällt mir hier. Barfights. Hä, lol. Ja, man muss auch die Nummern beibehalten. Vorsicht, Banditen. Wacht auf. Ah, das haben wir ja schon mal gelesen. Alles Lügen! Gesetzte Goliaths. Falsch lernen ist verboten. Falsch lernen verbreiten ist verboten. Keine Technik, kein Mana, freien Menschen. Ah, wahrscheinlich ist da auch so eine Scheiße wie nicht stehen. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw-verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. Es ist so schön, dass Kaya es nicht juckt, dass wir eigentlich voll der korrupte Bandit sind. Ja, juckt wirklich nicht. Schlafen? Bis zum nächsten Morgen.